Veranstaltungsreihe Immobilien am Abend wird seit 2012 regelmäßig in Mannheim und Ludwigshafen von der Firma Qutan Immobilien organisiert. Im Rahmen der Reihe wird über rechtliche und gesellschaftliche Themen informiert, die mal mehr und mal weniger mit dem Thema Immobilien zusammenhängen. Bislang wurden bereits 21 Infoveranstaltungen abgehalten. Diese sind für die Teilnehmer jeweils kostenlos. Georg Qutan schildert, warum sich seine Firma für diese Veranstaltungsreihe engagiert. Also wir wissen viel, aber wir wissen nicht alles. Deshalb laden wir immer Experten ein, die zu Themen, die unsere Kunden besonders interessieren, weiter informieren. Zum Beispiel, wie Sie heute schon angemerkt haben, Vorsorgevollmacht und Immobilien. Ein anderer Schwerpunkt ist Testament und Immobilien. Mit dem Polizeipräsidium hatten wir das Thema Sicherheit rund ums Haus. Mit dem Seniorenrat das Thema Wohnformen im Alter. Wie oft finden die Veranstaltungen hier statt? Wir haben ja ein Büro in Ludwigshafen und ein Büro in Mannheim und wir machen jeweils linksrheinisch in Ludwigshafen 4 Veranstaltungen und auch 4 Veranstaltungen in Mannheim und demnächst eröffnen wir auch ein Büro in Bad Dürkheim. Auch dort werden wir Veranstaltungen durchführen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe referierte die Viernheimer Rechtsanwältin Ute Müllers am Donnerstagabend, den 22.05. in der Mannheimer Niederlassung von Qutan Immobilien am oberen Luisenpark über 3 Themen, mit denen man sich frühzeitig beschäftigen sollte, nämlich Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuung. Ute Müllers erklärt, wieso es wichtig ist, sich so früh wie möglich mit diesen eher unangenehmen Themen zu beschäftigen. Es ist für jeden wichtig, darüber nachzudenken, weil jeder kann in die Situation kommen, durch Unfall oder Krankheit oder eben auch durch Alter, seine eigenen Angelegenheiten nicht mehr selber besorgen zu können. Und wenn man da eben keine Vorsorge getroffen hat, wird eine gerichtliche Betreuung eingerichtet. Das heißt, dann ist der Staat gefragt. Und ich möchte aufzeigen, wie man das vermeiden kann, wenn man eben möchte, dass die nächsten Angehörigen oder die Vertrauenspersonen berufen werden sollen, um eben diese Angelegenheiten zu regeln. Was sollte man bei einer Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht beachten? Ute Müllers gibt einen kurzen Einblick. Patientenverfügung ist wichtig, dass man das schriftlich macht. Es muss nicht notariell erfolgen, aber es ist wichtig zu Beweiszwecken und auch für Ärzte, für Krankenhäuser als Hilfe, dass da schriftlich was niedergelegt ist. Man muss dann beachten, dass man es nicht zu allgemein macht, dass man aber auch nicht zu speziell wird. Da gibt's vom Gesetzgeber bestimmte Vorgaben, an denen man sich orientieren sollte. Und da ist es eben wichtig, dass man Bescheid weiß. Wo muss so eine Patientenverfügung aufbewahrt werden? Kriegt die der Hausarzt oder trägt man die mit sich herum? Das ist eine gute Frage. Die bewahrt man bei sich zu Hause auf. Wenn man sie notariell errichtet oder man kann das auch selber machen, gibt es das zentrale Vorsorgeregister. Da wird registriert, dass man so eine Verfügung errichtet hat. Dann kann schon mal nichts anbrennen und es wird kein fremder Betreuer oder eine fremde Person dann plötzlich eingesetzt, sondern eben die Person, die man selber bestimmt hat. Es gibt auch eine gesetzliche Regelung, dass so eine Patientenverfügung abgeliefert werden muss, wenn eine Betreuung drin geregelt ist. Also da ist ganz gut vom Gesetzgeber vorgesehen, dass da nichts verloren gehen kann. Und wie sieht es derzeit aus auf dem Immobilienmarkt? Hierzu nochmals Georg Qutan. Die Trends sind so, dass die Mieten stark gestiegen sind. Die Mieten sind immer auch ein Frühindikator für die weitere Preisentwicklung. Wir haben das ja auch insbesondere bei den Eigentumswohnungen, wo die Preise ein ganzes Stück gestiegen sind und genauso bei den Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern Trend weiter steigend. Haben Sie vor, in Zukunft hier noch weitere Märkte zu erschließen? Gut, wir sind ja über und drüber unterwegs. In Bad Dürkheim ist ein guter Markt, auch im Landkreis Bad Dürkheim. Und dann muss man einfach sehen, ob auch Heidelberg ein Thema werden kann.